Moderne Städte sind ebenso inspirierend wie auch problematisch. Die Menschheit steht vor immer größeren Herausforderungen durch die Massenurbanisierung. Wie werden wir damit umgehen? So wie wir es immer tun, mit Erfindungen. Milliarden von Dollars werden in der Schaffung der intelligenten Städte der Zukunft investiert. Und viele unternehmungslustige Unternehmen haben Erfindungen gemacht und erschaffen, von denen sowohl Städte als auch Bürger profitieren. Werfen wir also einen Blick auf einige geniale Erfindungen, die in jeder Stadt implementiert werden sollten. Amazing. Nummer 20. Helle Fahrradspuren. Fahrradfahren kann in jeder beliebten Stadt gefährlich sein. Aber es gibt Möglichkeiten, wie Stadtplaner Radfahrer sicher halten können. Nehmt diese geniale Idee aus einer Stadt in Nordpolen. Dieser Radweg wurde mit tausenden von winzigen Luminophoren angelegt, einem synthetischen Material, das 10 Stunden lang ein schwaches Licht ausstrahlt und sich dann tagsüber selbst auflädt. Die autarken Radwege benötigen keinen starken Strom und bieten den Radfahrern in der Nacht Sicherheit. Ein echter Gewinn für beide Seiten. Und sie sehen auch noch ziemlich beeindruckend aus. Nummer 19. Pedal-Ladegeräte. Rund 20 verschiedene Städte in ganz Frankreich haben diese spannende Erfindung, mit der ihr euer Handy per Pedalkraft aufladen könnt, bereits umgesetzt. Hauptsächlich in Bahnhöfen und Flughäfen aufgestellt, zielt der vom nachhaltigen Energieunternehmen V-Watt entwickelte Bike- und Charge-Tisch darauf ab, einen aktiven Lebensstil zu fördern und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass euer Handy nicht den Geist aufgibt. Fahrradnutzer können auch kostenloses Wi-Fi genießen. Dies sollte es in Fast-Food-Restaurants geben. Nummer 18. Rollende Bänke. Was aussieht wie eine moderne Version eines altmodischen Wäschetrockners, ist tatsächlich etwas, das eure Hosen trockener halten könnte. Die Rolling Bench wurde vom südkoreanischen Designer Sungwoo Park entwickelt, um das Problem der durchnässten Bänke in Stadtparks zu lösen. Wir kennen es ja alle. Wenn die freiliegende Oberfläche der Bank nass ist, könnt ihr einfach den Griff drehen, um die trockene Seite freizulegen und schon ist euer Sitzplatz fertig. Super einfaches Zeug aus Südkorea, aber eine großartige Lösung für das Dilemma zwischen müden Beinen und sumpfigen Wangen. Nummer 17. Knöllchenroboter. Jeder Polizeibeamte wird euch sagen, dass routinemäßige Verkehrskontrollen gefährlich sein können und die Beamten sie lieber aus sicherer Entfernung durchführen würden. Hier kommt der Blitzerroboter ins Spiel. Dieser Robocop aus dem echten Leben ermöglicht es den Beamten, Fahrer aus ihrem Streifenwagen heraus zu befragen, indem sie einen ausfahrbaren Arm benutzen, auf dem der Roboter sitzt. Der Roboter verfügt über einen Kamerascanner für Dokumente und setzt einen Spike-Arm vor den Rädern des Sünders ein, um ihn an der Flucht zu hindern. Der Roboter kann Strafzettel ausdrucken und ausstellen, man kann ihn sich also wie eine Xerox-Maschine mit einem Ausweis vorstellen. Er hat sogar seinen eigenen Helm bekommen. Nummer 16. Adoptiert einen Baum. Die Erhöhung der Anzahl von Bäumen und damit der Baumkronen in städtischen Gebieten ist eine der kosteneffizientesten und effektivsten Strategien, um den städtischen Wärmeinsel-Effekt abzuschwächen und sich an den Klimawandel anzupassen. Aber viele Bäume in Großstädten sterben aus, weil sie altern oder vom Betondschungel verdrängt werden. Um Anreize für das Pflanzen von Bäumen zu schaffen, hat die Stadt Melbourne für Urban Forest Visual geschaffen. Die Website hilft, Anreize für das Pflanzen neuer Bäume zu schaffen. Verschiedene Arten von Einzelbäumen sind durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet und ihre Farbe steht für ihre Lebenserwartung. Dies gibt Einzelpersonen und Stadtplanern die nötigen Informationen, um effizient mehr verschiedene Baumarten zu pflanzen. Nummer 15. Busmesse. New York City ist bekannt für seinen dichten Verkehr, aber stellt euch vor, ihr könntet die Verkehrssignale zu euren Gunsten verändern. Überraschenderweise können die neuen Elektrobusse des Big Apple genau das tun. Sensoren sowohl in den Bussen als auch in den Ampeln erlauben es den Bussen entweder grüne Ampeln zu verlängern oder rote Ampeln zu ändern, wenn sie sich nähern. Diese Priorisierungstechnik hat bereits zu einer Verkürzung der Fahrzeiten um 20% geführt. Die emissionsfreien Busse werden außerdem über einen Stromarm aufgeladen, der auf dem Dach angebracht ist und ein schnelles und einfaches Wenden ermöglicht. So wird das Busfahren gleich viel schneller. Nummer 14. Sensorstädte. Das Internet der Dinge ist ein Netzwerk verbundener Geräte, die über das Internet miteinander kommunizieren und ein solches System könnte der Schlüssel zur Optimierung von Smart Cities sein. Netzwerke von Sensoren werden bereits zur Überwachung der Luftverschmutzung und der Verkehrskonzentration eingesetzt, aber wir können sehen, wie sich diese Sensoren auf einen anderen Bereich ausdehnen können, zum Beispiel auf die Müllabfuhr.
In Amsterdam zum Beispiel sind über 2000 Mülltonnen mit Sensoren ausgestattet, die den Entsorgungsunternehmen genau mitteilen, wann die Tonne geleert werden muss, was letztlich die Zeit für die Leerung halb voller Tonnen reduziert. Dies hat die Stadt sauberer gemacht, da überquellende Tonnen rechtzeitig geleert werden können. Die Einsatzmöglichkeiten für ein IoT, das aus Sensoren besteht, sind potenziell grenzenlos, was es definitiv als eine geniale Erfindung klassifiziert. Nummer 13. VR-Stadtplanung. Stellt euch vor, in eurer Nachbarschaft entsteht ein großes Bauvorhaben und ihr seid nicht sicher, was ihr davon halten sollt. Es ist noch eine hässliche Baustelle. Woher wisst ihr also, wie es einmal aussehen wird? Die UDLR Studios haben die Antwort in ihrer Kombination aus Architekturentwürfen und virtueller Realität. VR-fähige Entwürfe ermöglichen es Anwohnern und Kaufinteressenten, in das fertige Bauprodukt einzutauchen, lange bevor es überhaupt fertiggestellt ist. Die Technologie könnte dazu beitragen, kommunale Probleme bei der Stadtplanung zu lösen und potenziellen Vorkäufern eine bessere Vorstellung zu vermitteln, wie ihre Immobilie von innen und außen eines Tages einmal aussehen könnte. Nummer 13. Intelligente Straßenbeleuchtung. Intelligente Straßenlaternen machen ihrem Namen alle Ehre, wenn es um Energiesparen geht. Diese Leuchten können ihre Helligkeit an Lichtintensität der Umgebung anpassen und erkennen die Bewegung von Menschen und Fahrzeugen. Im Notfall können die Straßenlaternen auf maximale Helligkeit hochgefahren werden, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Und sie informieren die Techniker, wenn sie nicht mehr funktionieren. In Städten wie Miami, Paris und Madrid ist die intelligente Straßenbeleuchtung bereits weit verbreitet. Und jede dieser Städte verfügt über 225.000 bis 500.000 angeschlossene Straßenlampen. Neue Forschungen zeigen, dass ein breiterer Einsatz von intelligenter Straßenbeleuchtung bis zum Jahr 2023 bis zu 15 Milliarden Dollar eingespart werden könnte. So viel zum Thema Ineffizienz. Nummer 12. Sichere Zone für Internetbörsen. Der Online-Marktplatz kann ein tückischer Ort sein, um Waren zu kaufen, aber es ist oft der Ort, in dem die besten Angebote zu finden sind. Manchmal trifft man sich persönlich, um einen Austausch vorzunehmen, was noch gefährlicher sein kann. Zum Glück gibt es eine Lösung. Die Internet Exchange Safe Zone. Das Cal Maritime Police Department in Kalifornien hat eine dieser sicheren Zonen außerhalb ihres Bahnhofs eingerichtet, damit die Leute ihre Waren unter den wachsamen Augen einer CCTV-Kamera sicher tauschen können. Lokale Regierungen in den USA haben bereits die eigenen sicheren Zonen für Tauschbörsen als Reaktion auf eine Flut von Verbrechen im Zusammenhang damit eingerichtet. Ich denke, die sollten eigentlich überall sein. Nummer 11. Intelligente Stadtbäume. Die Kontrolle der Luftqualität ist ein ernstes Problem für Städte, aber das deutsche Unternehmen Green City Solutions könnte eine Antwort darauf geben. Das ist der City Tree, den das Unternehmen als den weltweit ersten Biotech-Luftqualitätsfilter bezeichnet. Die große grüne Installation, die auch als Sitzbank dient, filtert mit speziellen Mooskulturen Feinstaub und Stickoxide heraus. Der CityTree verfügt über eine vollautomatische Wasser- und Nährstoffversorgung, die mit Hilfe von IoT-Technologie entscheidet, was die Pflanzen genau brauchen und gleichzeitig die Luftverschmutzung in der Nähe überwacht. Laut WHO sterben jährlich 7 Millionen Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung. Hey, worauf warten wir also noch? Klingt doch nach einer guten Idee. Nummer 10. Solarbetriebener E-Tree. Man sagt, dass Geld nicht auf Bäumen wächst, aber Elektrizität schon. So die israelische Firma Sologic, die eine bauförmige Anordnung von Solarzellen erfunden hat. Der Baum erzeugt nicht nur Strom, sondern bietet auch einen schattigen Bereich mit Bänken, kostenlosem Wi-Fi, Ladestationen und einer Wassertränke für Tiere. Der Baum leuchtet auch nachts und hat einen brauchbaren LCD-Bildschirm, der sich bei den Einheimischen in Bethlehem als beliebt erwiesen hat. Der E-Tree hat inzwischen Standorte in China, den USA und Frankreich und ein Teil seiner Genialität besteht darin, dass er versucht, erneuerbare Energie und Gemeinschaft in einem gemeinsamen Raum zu vereinen. Nicht nur das, er gibt uns auch einen Einblick in das, was Roboter in der posthumanen Zukunft pflanzen werden. Nummer 9. Autonome Güterzüge. Eines der Hauptprobleme in stark urbanisierten Gebieten ist die Anwesenheit großer, lauter und umweltverschmutzender Fahrzeuge, die Waren ausliefern. Aber da wir immer Waren brauchen werden, wie können wir diese Situation ändern? Dieses Konzeptvideo von Volvo schlägt einen Güterzug vor, der aus selbstfahrenden Waggons besteht, die sich je nach dem Wechsel den Bedürfnissen von Lieferanten und Kunden abspalten und neu koppeln können. Die elektrischen Waggons würden beim Be- und Entladen aufgeladen werden, was Emissionen und Ausfallzeiten reduziert. Die Idee an sich ist ziemlich revolutionär und würde eine Menge Investitionen erfordern, um sie zu entwickeln, aber die potenzielle Steigerung der Effizienz und Ökologie wäre das Geld sicherlich wert. Nummer 8. Neon-Verkehrsmasten.
Die Ukraine hat eine einfache, aber effektive Lösung für die Sichtbarkeit von Ampeln erfunden und eingesetzt. LED-Signalmasten. Die leuchtenden grünen und roten Signalmasten machen es schwer, einen Signalwechsel zu übersehen, sehen aber auch sehr futuristisch aus. Sie sind nützlich, wenn ein großes Fahrzeug die Sicht versperrt oder wenn man in einer Kreuzung zu weit vorne steht. Ziel ist es, die Raserei im Straßenverkehr zu reduzieren, um die Zeit zu verkürzen, in der die Fahrzeuge nach dem Umschalten der Ampel auf grün stehen bleiben. Obwohl es nicht die fortschrittlichste Technologie ist, denke ich, dass wir in der Zukunft mehr von diesen Masten sehen werden. Nummer 7. Smart Parking Spaces. Parken in Städten wie London, Amsterdam oder San Francisco kann ein Albtraum sein, aber wäre es so schwer, wenn ihr genau wüsstet, welche Parkplätze verfügbar sind? Die Smart Parking Firma Park Eagle bietet eine Lösung in Form eines intelligenten Sensors, der erkennen kann, ob ein Platz frei ist oder nicht. Die Sensoren können auch miteinander kommunizieren, um Plätze zu überprüfen, an denen es keine Sensoren gibt. Diese Informationen sendet ihr dann an die Nutzer, damit diese über die App von Park Eagle zu einem Platz navigieren können. Die App könnte möglicherweise Emissionen und Zeitverluste reduzieren, da die Fahrer weniger Zeit mit der Suche nach einem Parkplatz verbringen würden. Nummer 6. Abwasserfilternetze. Plastikverschmutzung ist eine ernste weltweite Krise, aber diese Ministadt im Westen Australiens hat vielleicht eine Lösung im kleinen Maßstab gefunden. Bewohner von Kwinana haben große Netze der Firma Storm Water Systems an zwei großen Abflussrohren angebracht, um das nahegelegene Henley Wildlife Reserve vor Plastikverschmutzung zu schützen. Die Netze sammelten nur in wenigen Monaten 815 Pfund Müll ein und kosteten die Städte nur 13.900 US-Dollar für Entwurf, Herstellung und Installation. Diese einfache, billige und effektive Lösung zeigt, wie einfach es sein kann, Plastikmüll zu reduzieren, und die Idee wird in der Zukunft sicherlich große Investitionen nach sich ziehen. Nummer 5. Gitter für hohe Absätze. Stöckelschuhträgerinnen in allen Städten können sich endlich entspannen. Ihr müsst nicht mehr befürchten, mit dem Absatz in einem Gitter stecken zu bleiben und möglicherweise das ganze Gitter mit nach Hause nehmen zu müssen, wie dieses Mädchen es tat. Mit diesen durchdachten Stahlfußschützern, die in Calgary und Teilen von New York gang und gäbe sind, könnt ihr getrost über diese metallenen Todesfallen streiten. Sind die wirklich notwendig, höre ich euch fragen? Darauf könnt ihr eure Stilettos verwenden. Nummer 4. Zug, Fußbad. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich in einem rasenden Intercity-Zug sitze, kommt mir dieser Gedanke in den Sinn: Ich könnte wirklich ein Fußbad gebrauchen. Wie sich herausstellt, hatten die japanischen Bahngesellschaften den gleichen Gedanken und haben meinen Traum in die Tat umgesetzt. Ich präsentiere euch den Touregio, ein Hochgeschwindigkeitszug mit zwei wohltuenden Fußbädern, die jeweils 2,4 Meter lang sind, in denen vier Personen nebeneinander Platz finden. Jeder Reisende darf 15 Minuten lang entspannen und mit eingetauchten Füßen aus dem Fenster blicken. Das Fußbad ist so konstruiert, dass auch bei starkem Schwanken des Zuges kein Wasser herausspritzen kann. Nummer 3. 3D-Zugboden. Für viele Menschen, die in der Stadt arbeiten, kann das tägliche Pendeln ein echter Knaller sein. Aber wäre es so deprimierend, auf den Waggonboden zu starren, wenn er einen wässrigen 3D-Welleneffekt hätte? Um für einen Wettbewerb der Universitätsolympiade im 2017 zu werben, ersetzte die taiwanesische U-Bahn ihren Bodenbelag mit Bahnen und Feldern aus verschiedenen Sportarten, darunter auch die Oberfläche eines Schwimmbeckens. Die erfolgreiche Kampagne steigerte die Moral und erhöhte die Besucherzahlen der Veranstaltung, was zeigt, wie selbst temporäre ästhetische Veränderungen viel Spaß und auch Geld generieren können. Nummer 2. Skyrise Greenery. Es gibt viele Gründe, warum Singapur eine Vorzeigestadt ist, aber eines der Dinge, die es so schön macht, ist die Verwendung von vertikalen Gärten. Das Treehouse ist wohl das bekannteste Beispiel dafür, seit es 2014 einen Guinness-Weltrekord für den größten vertikalen Garten der Welt aufstellte. Das üppige Blattwerk an der Außenseite des Gebäudes filtert Schadstoffe heraus und die Isolierung durch die Pflanzen reduziert die Kühlkosten des Gebäudes massiv und spart bis zu 19.000 Dollar pro Jahr. Diese vertikale grüne Lunge ist ein hervorragendes Beispiel für die Art von Ding, die intelligente Städte in die Zukunft einführen müssen, nicht wegen einer besonderen komplexen Technologie, sondern weil sie den Bedarf an sauberer Luft und Vegetation in der städtischen Umgebung anerkennt und darauf antwortet. Nummer 1. PaveGen. Seid ihr es nicht auch leid, dass euer Bürgersteig nichts Nützliches tut? Nun, dieses Unternehmen hat einen bahnbrechenden neuen Weg gefunden, eure Schritte zur Stromerzeugung zu nutzen. PaveGen gibt an, dass ihre elektromagnetische Induktionstechnologie komprimierbare Fliesen verwendet, um etwa 5 Watt Energie pro Schritt zu erzeugen. Genug, um eine LED-Straßenlaterne 30 Sekunden lang zu betreiben. Das Unternehmen sammelt auch Fußgängerdaten, die von Einzelhändlern und Werbebetreibenden für spezifisches Ad-Targeting verwendet werden können. Also lauft auf eigene Gefahr. Habt ihr irgendwelche genialen Erfindungen, die jeder Stadt umsetzen sollte? Und welche
Welche dieser Ideen würdet ihr gerne in eurer Stadt oder Gemeinde sehen? Lasst mich in den Kommentarbereich unten wissen. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.